Ich glaube, Sie haben Krebs. Was? Oh mein Gott, woher wissen Sie das? Was sind die Symptome? Sie sind immer müde. Doktor Google, was soll ich tun? Kann mir einer sagen, warum es so viele Serien gibt über Krankenhäuser und Doktoren? Grey's Anatomy, Code Black, Scrubs, Dr. House, Dr. Strange, Nurse Jackie, The Good Doctor, The Resident. Hä? Warte. Nurse Jackie ist kein Doktor, sie ist eine Krankenschwester. Ich habe nicht wirklich viel positive Erfahrungen gemacht im Krankenhaus. Ich war zwar nicht todkrank, aber ich hatte schon ein paar OPs hinter mir. Als Kind bin ich wohl nicht gut gereift und meine Eltern haben die Symptome nicht früh genug bemerkt. Deswegen musste ich statt einer Therapie unter das Messer und eine Korrekturosteotomie bekommen, wegen einer Genuvarum. Bro, du hattest O-Beine. Ich weiß, O-Beine. War jetzt keine Herztransplantation, aber ich hatte Angst, okay? Meine Beine werden aufgeschlitzt. Es hat alles angefangen, als ich extreme Schmerzen bekommen habe beim Tanzen. Sonst gehe ich ja eigentlich nie zum Arzt. Aber weil es keine Wunde gab zum Rausspucken, habe ich mir gedacht, dass es vielleicht was Ernsteres ist. Naja, war beim Orthopäden, sollte nachts zum Krankenhaus und habe dann einen Termin für eine OP bekommen. Ich weiß noch, wie ich am Termintag angepisst und unmotiviert zum Krankenhaus kam, mein Zimmer zugewiesen bekommen habe und diese Patientenkleidung anziehen sollte. Luftig. Am Tag davor sollte ich nach null nichts mehr essen, um Risiken bei der Vollnarkose zu minimieren. Aber weil es irgendwie zu einer Notaufnahme kam, wurde ich ganz nach hinten geschoben. Meine OP sollte, glaube ich, um ca. 12 beginnen, hat aber erst rund um die 18 Uhr angefangen. Ihr kennt das bestimmt. Ihr habt keinen Bock auf irgendwas und wollt es einfach nur schnell hinter euch haben. Aber dann kann man erstmal eine Ewigkeit warten, bis es beginnt. Und in der Zwischenzeit kann man nicht mehr richtig entspannen, weil der Gedanke einen beschäftigt, dass du es immer noch vor dir hast. Jedenfalls habe ich die OP überstanden und den restlichen Tag durchgeschlafen. Jetzt wollte ich euch mal erzählen, wie es für mich war, im Krankenhaus zu sein. Da ich noch nicht aufstehen durfte, bis die Therapeuten da waren, konnte ich nicht aufs Klo für 2 Tage. Ich habe mich gezwungen, nicht groß zu müssen, aber naja. Ja, Flüssigkeit muss zugenommen werden. Also habe ich mein Geschäft im Bett gemacht mit einer Urinflasche. Ich will nicht alt werden, aber sonst war nicht viel anders als von zu Hause. Viel gezockt, viel Manga gelesen und viel geschlafen. Obwohl ich sagen muss, ich habe zu viel geschlafen. Vom ganzen Liegen ging es mir gar nicht gut und war 24/7 müde. Und weil ich fast nur lag, musste ich täglich eine Spritze bekommen. Ich hasse Spritzen. Aber abgesehen davon, und dass ich mich richtig eklig gefühlt habe, weil ich nicht richtig duschen konnte, war alles okay. Bis auf meinen Zimmernachbar. Am ersten Tag hatte ich einen ruhigen Jungen, der nicht gesprochen hat, leise geschlafen hat und einfach das Idealbild eines Nachbarn war. Aber der danach... Ich hasse ihn. Ich will nicht böse klingen, aber er wirkte für mich nicht wie der intelligenteste Mensch. Bin ich zwar auch nicht, aber ich kann zumindest noch richtig artikulieren. Aber stellt euch einen 16-Jährigen vor, der sagt, ich darf Spiele schon ab 18 spielen. Ganz ernst und stolz. Ihr müsst euch das nicht vorstellen, denn er hat das wirklich ganz stolz und ernst zu mir gesagt. Jedenfalls hat er mich die ganze Zeit vollgelabert, obwohl ich kein Interesse hatte. Am Anfang dachte ich, das wird vergehen. Und ich habe noch gelächelt, zugehört und mit ihm geredet. Aber als so langsam meine innere soziale Batterie leer ging, war ich einfach nur noch genervt von ihm. Willst du wissen, wie ich das Spiel spiele? Nein. Also ich mach das so. Melone, 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 Melone. Noch 5 Tage. Naja, sein Bein wurde wohl auch operiert, aber bei ihm war es nur eine Plattenentfernung. Also eine Plattenentfernung ist eigentlich was ganz harmloses, danach sollte man ganz normal laufen können. Ich weiß das, weil ich selber eine Platte im Bein hatte und schon wieder entfernt bekommen habe. Obwohl ich eigentlich die ganzen Schmerzen hatte und mit Krücken laufen musste, bin ich trotzdem zur Toilette gegangen, weil ich es einfach eklig finde, im Bett meine Geschäfte zu erledigen. Aber der Junge neben mir meint rumzuweinen und nicht aufstehen zu wollen. Das hieße wohl, dass er sein Geschäft im Bett machen musste. Ihr wisst nicht, wie unangenehm es ist, wenn du Geräusche hörst, wenn jemand in einer Flasche pinkelt. Als ich in die Urinflasche gepinkelt habe, habe ich extra bis 3 Uhr morgens gewartet, um sicher zu gehen, dass mein Nachbar schläft. Aber Weiland, zumindest hat er sein großes Geschäft nicht im Bett erledigt. Doch. Er meinte zu einer Krankenschwester, dass er groß muss. Am Anfang gab es eine kleine Diskussion mit ihm und der Krankenschwester, dass er eigentlich aufstehen und zur Toilette gehen kann. Aber am Ende kann die Krankenschwester ihn nicht zwingen und gab ihm eine Schüssel. Mein Zimmer wurde mit einer Trennwand getrennt, er hat seine Schüssel bekommen und hat angefangen, neben mir sein großes Geschäft zu machen. I want to die, want to die, want to die, want to die, want to die. Ich hab verfehlt! Den letzten Part habe ich mir nicht ausgedacht. Er hat wirklich gerufen, ich habe verfehlt. Mein Zimmer hat extrem gestunken. Ich musste fast kotzen. Und einen Tag später kam der Doktor zur Kontrolle, meinte, dass mein Nachbar ganz normal laufen kann. Eine Stunde später hat er es probiert und wow, ein Wunder. Er hatte keine Schmerzen und konnte laufen. Die ganze Zeit hatte er nur Angst oder war zu faul. Ich hätte das nicht miterleben müssen. Nach 1,5 Wochen durfte ich endlich raus. Befreit von dem Typ, endlich duschen, endlich wieder das Zuhause-Feeling. Du musst jetzt noch 10 Tage danach die Spritze injiziert bekommen, aber du kannst es dir auch selber machen. Meine Mom hat es für mich gemacht. Sie konnte es null und hat das erste Mal wie ein Dartpfeil es auf meinen Oberschenkel geworfen. Es hat wehgetan.
wirklich sehr. Hey, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like, lasst ein Abo da und kommentiert gerne von euren Krankenhauserfahrungen oder Ärzterfahrungen. Was hattet ihr schon vor Verletzungen und yeah, lasst es in den Kommentaren. Und vergesst mich nicht auf Twitter und Instagram zu followen. Und ja, hey, es geht. Outros sind immer freestyled und ich weiß nie, was ich dazu sagen soll. Habe ich irgendwas Special-mäßiges zu sagen? Nächste Woche, glaube ich, kommt wieder ein Podcast. Dann mit Toni Pirosa. Und ich weiß nicht, was wollt ihr noch so Spannendes erfahren von meinem Leben? Hahaha, mein Leben ist nicht spannend. Hey, yeah.